Ich habe für mich Islam neu entdeckt und war erwachsen, schon über 30, habe mich bewusst dafür entschieden, Kopftuch zu tragen und mich so anzuziehen, also bedeckend anzuziehen. Und dann habe ich für mich Islam neu entdeckt. Das war ein langer Weg, da gab es einige Ereignisse. Und zum Schluss habe ich gesagt, ich will diesen Kopftuch tragen. Es ist natürlich auch Missverständnisse auch getroffen und es gab ganz viele skeptische Stimmen. In meiner Familie trägt es auch praktisch. Also die Tschetschenen haben es jetzt vor kurzem so langsam angefangen zu tragen, viele. Ansonsten hat man es früher nicht getragen. So, und als ich mich dafür entschieden habe, gab es für mich keinen anderen Weg. Ich wollte nur das machen, was ich selber trage, was mir selber gefällt. Ich bin so ein Mensch, dass ich immer das machen will, muss, was ich liebe. Und habe es gewagt, meine Diplomarbeit auch bedeckend zu machen, habe es geschafft. Und heute ist meine erste Modenschau praktisch. Habe mich auch als selbstständige Modedesignerin angemeldet. Bin selbstständige Designerin jetzt. Bizim kendi atölyemiz var Köln'de. Moda Atölye Altın olarak geçiyor. O atölyede eşim, yani kayınpederim, hep beraber biz aile şeyi, zaten bizimki aile iş yeri, yani bir kuruluş, hani bir şirket değiliz, biz küçük bir aile şeyi. O atölyede biz hep beraber olup Belkıs'ın dizayn ettikleri kıyafetleri, çizimleri hazırladık. Koleksiyonunu hazırladık bugünkü gösteri için.